So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Die Supercast-Geschichte. Ausgabe Nummer 17. Ja, ich bin ehrlich, ich habe bei 15, glaube ich, aufgehört und jetzt müsste draußen sein die 19. Da ich aber jetzt nicht sofort hochspringen wollte, fange ich damit an, was noch eingepackt ist. Warum? Ich sage immer wieder, ich sammle sie nicht. Weil die Supercars-Geschichten, die Autos, sind zwar schön und gut, kommen alle 14 Tage raus, kosten 16,50 Euro. Man kann nicht alles sammeln. Dann brauchte man sehr, sehr viel Geld. Aber nichtsdestotrotz sind die ja schön. Mein Bekannter sammelt sie. Die 17 hat er noch eingepackt gehabt. Er versucht noch die anderen aufzutreiben, dass sie eingepackt sind, weil sonst kann ich sie euch ja nicht präsentieren oder ein Unboxing von machen. Ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare, wie ihr die Serie findet und ob ihr gerne davon noch mehr Videos sehen wollt. Wie gesagt, 15 habe ich gemacht. Das ist die 17, also dann nur 16 Filme gemacht. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich sammle sie nicht. Sind wirklich schöne Autos. Diesmal ist es der Jaguar, Baujahr 2016. Schönes Modell, muss man echt lassen. Jetzt blättern wir mal in das Magazin drin rum, damit ihr wisst, um was es geht. Aber vielleicht sammeln ihr sie auch. Oder gönnt sie euch ab und zu, weil da ein interessantes Auto dabei ist. Schreibt es mir in die Kommentare. Jaguar Motor V8. Ja. Ist schon ein schönes Auto. Ist auch, wie sagt man so schön, alterstauglich. Schöne Form hat er, aber realistisch. Für normalen Autoverbraucher, Sprit, Steuern, ganzen Tag arbeiten gehen und dann nur abends da drinnen sitzen. Nein, das ist nicht meine Welt. Aber vielleicht eure Welt. So, jetzt kommt die Werbung schon. Oh, Ausgabe 18, mal wieder ein Lamborghini und mal wieder ein Ferrari, die 19. Ja, das müsste jetzt das Neueste sein. Das hier ist die 17 mit den Jaguar. Und die sind ja immer schön verpackt in so eine Kiste drin, falls ihr es nicht gesehen habt. Ist so eine Sammelbox. Könnt ihr aufmachen. Hier unten Schraubenzieher. Die ersten Videos habe ich ja mal abgemacht, weil die waren ziemlich günstig. Aber der Jaguar, schöne Farben, schöne Details. Ihr seht das. Oh, Carbondach oder ein Sonalpanel. Ne, ist nicht schlecht. Das Merkwürdige ist, diese Hefte kosten 16,50 Euro mit Auto. Ohne dieses Plastik könnt ihr sie so im Internet kaufen für 20. Mehr sage ich dazu nicht. Aber nichtsdestotrotz, was haltet ihr von diesen Autos? Sammelt ihr diese selber? Ich versuche natürlich irgendwas von die Supercars-Geschichte immer unter das Video zu verlinken. Ihr schreibt mir jetzt eure Meinung, eure Kommentare. Und das Wichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.